So, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Pee Wee Club mit Amnesia The Dark Descent. Oh, es geht direkt los. Mein geistiger Zustand ist jetzt bedenklich. Bleib im Licht und versuche weiterzukommen. Okay, okay, wir können gar nicht lange schnacken. Wir müssen direkt weitermachen hier. Ich muss ins Licht, ich muss ins Licht. Ich muss irgendwie Licht anmachen. Irgendwas muss passieren. Ich muss hier vorne hin. Boah, was ist denn hier los, ey? Ich bin doch jetzt im Licht. Was denn los? Mein geistiger Zustand ist... Punkt, Punkt, Punkt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Was ist nun hier los, Freunde? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Oh. Komm, kann man nicht hier irgendwas entzünden? Doch. Oh, da. Da. Oh, ich kann mich auch gar nicht richtig bewegen. Wenn ihr wüsstet, wie ich meine Maus bewegen muss und was der dann damit macht... Da wüsstet ihr, was ich meine. Es wankt alles einfach so unfassbar und ich weiß überhaupt nicht, warum es dem so kacke geht, dem Typen. Der ist einfach total durch. Ist jetzt The Ring? Kommt gleich Samantha. Oh, jetzt erzähl. So, there should be more Cooperites. Da kann mir einer sagen, was Cuprite ist, das was zu trinken? Scheidewasser. Ich denke nicht, dass es das ist, was ich denke. ja. Weiter geht's. Warte. Erstmal das hier. Ein Chemietopf habe ich aufgenommen. Okay, ich lese es mal kurz vor. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Zuprit, das hat man ja gerade, bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Ja. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung für meine missliche Lage finden werde. Okay. Also ich habe ein Rezept, was ich voll von Arsch eigentlich das Ganze ist, aber ich habe es mal aufgenommen. Der hat bestimmt schon viele Zettel in seiner Tasche jetzt mittlerweile, aber egal. Hier ist noch eine Zünderbuchse. Ist das irgendwas? Nein, das kann ich nicht gebrauchen. Hier ist noch Öl. Öl und Zünderbuchsen sind immer gut. Hier ist noch eine Notiz. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat mich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Okay, dann werde ich vielleicht in den Weinkeller müssen und dort werde ich wahrscheinlich ein paar unter Umständen nützliche Sachen finden. Ach du Scheiße, was jetzt, die Hölle oder was? Ich laufe hier einfach mal schnell durch. Laufen ist doch immer gut, oder? Ich muss jetzt sowieso zurück in den Weinkeller. So nehme ich an. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft stillzustehen. Im Lager jedoch bewegten sich die Hügel. So, wir sind wieder da. Da unten war der Weinkeller, ne? Ja klar, da habe ich doch gesagt, da gibt es einen Wein. So. Verwende den Schlüssel, um sie zu öffnen. Wie? Welchen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Aber warum steht da, verwende den Schlüssel? Doch, auf dem Schild steht Weinkeller. Wie kann ich diesen jetzt benutzen? Ja, das weiß ich nicht. Moment mal. Kann ich nicht in die Hand nehmen oder so, ne? Moment mal gerade. Ich guck mal gerade Optionen. Input, Tastenkonfiguration, Bewegung, Aktionen, Interagieren, linke Maustaste, ja, geht aber nicht, werfen, drehen, Laterne, verschiedenes, Bestand, Mementos,
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt, check ich halt gerade nicht so ganz. Kann mir einer erklären, warum ich den Schlüssel nicht benutzen kann? Obwohl ich den Schlüssel in meiner Hand halte? Auf dem Schild steht Weinkeller, ja. Ah, na siehst du. Geht doch. Eine Handvoll Sand nieselte von den Bröckeln, von der bröckelnden Steindecke und drückte eine Hutkrempe nach, seine Hutkrempe nach unten, verdammt. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und ablud. Ich muss auf jeden Fall das Vorlesen nochmal üben, glaube ich. Da stotter ich mir ja ganz schön einen zurecht. So. Der Weinkeller. Komm her, wo bist du? Ich hau die Flasche über den Kopf. Oh oh, jetzt ist sie kaputt. Ich kann sie nicht mehr benutzen. Gucken wir mal gerade. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, ja, ich weiß, mein geistiger Zustand verschlechtert sich, aber wo sind denn hier? Gibt es hier nichts? Was ist denn jetzt los? Ich mache ja schon Licht an. Was ist denn jetzt? Steht da nicht normalerweise dann, es geht nicht. Aber diesmal ging es einfach nicht, aber stand nichts da. Boah, der fangen wir die. Ey, das gibt's doch nicht. Das sieht auch ein bisschen gruselig aus, ne? Das knatscht hier aber auch. Boah, was ist denn jetzt los? Ich kann gar nicht lesen, was steht da. Verwende das Land, um deinen körperlichen Zustand zu verbessern, um es dir zu nehmen. Klick doppelt auf ein entsprechendes Symbol im Tabulator. Okay. Ich glaube, da war mein Freund. Nicht Freund. Ich will jetzt natürlich dem nicht begegnen unbedingt. Ich laufe jetzt einfach mal weg. Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln. Lösch möglichst die Laterne. Okay. Okay. Ich kann auf jeden Fall... Ich muss auf jeden Fall hier unten bleiben. Ich muss diese Ingrid... Boah! Was ist jetzt los? Alter. Hallo? Was passiert? Bin ich in eine Falle rein? Oder so? Ey, was, warum blute ich? Hallo? Boah, was passiert? Oh Gott, ey. Hab ich einen Herzinfarkt. Oh, ich glaube, statt den. Die wollten den Wein trinken und haben dann die Säure getrunken. Auf die ich sie abgesehen habe. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Okay. Hier ist noch eine Notiz. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meiner ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann
immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel. Aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltslos an. Okay, der hat Experimente mit den Leuten gemacht. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar hunderte. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud mich der Baron und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Okay. Ich habe Königswasser. Also ist einiges hier schief gelaufen in der Vergangenheit, kann man dann wohl so sagen. Und ich hoffe nicht, dass dieser Vogel mir wieder direkt über den Weg läuft, aber ich denke, darauf wird es hier öfteren hinauslaufen. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch... Der ist genau vor der Tür, oder? Der ist doch dort. Ich höre doch das Rasseln. Der hat irgendwelche Schlüssel oder so an seinem Körper, die ihn verraten. Oder bin ich derjenige, der so rasselt? Bin mir nicht sicher. Ein Hammer, der hilft mir nicht. Weil ich nicht gegen diese Person kämpfen soll, weil ich mich gegenüber ihnen verstecken soll. Findet sich dort. Zinkerz. Oh. Oh. Jetzt hätte ich fast wirklich den Kopf eingezogen. Bin ich jetzt getroffen worden oder nicht? Ist jetzt irgendwie ein... Oh. Och nee. Och nee. Was ist denn jetzt los? Das jetzt hier verschüttet. Okay, der Typ kann auf jeden Fall schon mal nicht hier rein. Würde ich jetzt einfach mal erstmal annehmen. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt, aber ich komme hier natürlich auch nicht mehr raus. Dementsprechend muss ich jetzt überlegen, wie ich hier aus der Experimente... Oh ne, das ist immer noch dasselbe. Ich dachte, ich hätte einen neuen Tipp vielleicht. Mein Memento. Zum Schieben linke Maustaste gedrückt. Halten. Ich kann doch jetzt vielleicht, ich könnte vielleicht die... Nein, ich glaube, ich muss einfach nur die Sachen hier... schieben, damit ich hier wieder rauskomme. Aber was ich eigentlich irgendwie gar nicht will, wenn ich so höre, was dahinter losgeht. Oder los ist. Nicht so perfekt angeordnet. Vor allem scheine ich auch gerade wieder so ein bisschen durcheinander zu sein. Mein geistiger Zustand. Mal wieder fraglich. Boah.
Digga, man kann hier schon durchsehen. Jetzt einfach mal laufen, wa? Ich glaube, ich habe, was ich brauche, oder? Brauche ich noch mehr? Ich glaube, ich brauche noch mehr. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Diesen Typ, der habe ich auch nicht mehr gesehen, ne? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich versuche ja zu lauschen, wo der sein könnte, aber hier könnte noch was drin sein. Nur eine Zunderbüchse. Aber hier waren wir ja auch schon gewesen. Man kann sich ja theoretisch im Dunkeln verstecken. Ich bin aber auch überhaupt skeptisch, wo denn hier das Dunkle ist, von dem man spricht. Weil bei mir auf dem Bildschirm ist eigentlich alles noch so recht hell. Muss ich sagen. Wenn der jetzt gleich kommt, weiß ich gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Da war ich schon. Muss da hinten noch was sein. Oder war ich eigentlich auch schon drin, ne? Was da hinten? Ist diese Tür jetzt zu öffnen? Aber hier war ich, glaube ich, auch schon drin, oder? Aber ich würde da jetzt gerade mal nicht meine Hand für ins Feuer legen. Irgendwas piept hier, das könnten auch Mäuse sein. Dann mache ich da erstmal einen Bogen drum. Dann hört man das Ding noch. Ich glaube, ich brauche noch irgendeinen Bestandteil. Ich habe den Chemietopf. Die Chemikalien müssen Apparatur vorbereitet werden, okay. Ich habe den Chemietopf, ich habe das Laudatum. Damit kann ich meinen körperlichen Zustand verbessern. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Okay, dann ist nicht so gut. Dann müssen wir das mal entzünden hier, glaube ich. Wollen wir mal ein bisschen Licht. Ich denke, damit kann ich meinen... Dann habe ich Königswasser und Zinkerz. Okay. Was? Da ist das andere. Auch Piment. Ich habe leider vergessen, in den Notizen zu lesen. Umlagerung der Chemikalien. Womit, wann, was? Ich kann auch diese Säure machen, oder? Boah, was soll ich damit machen überhaupt? Das bin ich ganz so klar. Ich glaube, ich gehe einfach mal wieder zurück. Weil es gab hier noch einige Räume, wo ich nicht war. Auf jeden Fall. Er setzte sich bei der Kaschba nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, dass ich jetzt hier rausgehe. Aber ich weiß definitiv, dass hier, glaube ich, noch was war, wo ich nicht war, ne? Mein geistiger Zustand ist wirklich nicht so optimal. Hier ging es nicht durch, ne? Da hatte ich es ja versucht durchzugehen, aber das ging nicht. Und da kam ich eben, ne? Alter Archiv, ja, da war ich. Genau, hier wurde mir auch der Zugang versperrt.
habe aber ein neues Memento. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von 4 Chemikalien eine starke Säure ergibt. Ach, mit dieser Säure kann ich vielleicht diese Dinger zerstören. Aber habe ich nicht schon 4 Chemikalien? Königswasser, Zinkerz. Nee, dann fehlt mir noch eine Chemikalie. Muss ich wieder zurück. Ich glaube, anders kann es nicht sein. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt vorüber. Zu viel. Zu viele, dachte er. Oder vielleicht zu wenige. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die 4. Chemikalie gerade mal noch so abgreifen können. Ich weiß nämlich nicht, wo sie sein soll. Ah. Das Zyprit. Das Zyprit. Damit sollten wir alles haben, oder? Wir haben 4 Chemikalien. Die Chemikalien müssen mit den geeigneten Apparaturen vorbereitet werden. Ja, okay. Und wo befinden sich diese Apparaturen? Hier, am Chemietopf. Das ist aber kein Chemie. Das ist kein Chemielabor. Wo wir uns hier befinden. Dann lassen wir die Tür wieder zu. Statt der noch kommt hier. Aber es gibt ja... Ich weiß nicht, ob jemand von euch es vielleicht gesehen hat, aber ich habe nicht gesehen, dass es hier irgendwie so einen Chemietisch oder sowas gibt. Oder wo man Sachen zubereiten kann. Dass hier so komisches Zeug am Boden liegt. Wo man nicht sicher ist, ob es mal ein Mensch war. Ist eigentlich nichts. Eigentlich nichts hier. Ne? Hier hinten waren wir, glaube ich, auch schon, ne? War hier hinten nicht der Vogel? Ne, wir laufen ja eigentlich immer nur im Kreis. Das scheint gar nichts zu bringen. Was ist das? An dem Regal waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, hier waren wir, da wurde der Typ da hinten sah, der war der. Genau, da müssen wir vielleicht hier lang. Ich meine, der wäre hier gewesen. Vielleicht können wir auch mit dem reden und so sagen, na, alles klar. Ich glaube eher nicht, aber... Nee. Okay, ich bin wieder glasklar, das ist schon mal gut. Also glasklar glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich das bin, aber... Oder man kann das... Ja, die Frage... Im Labor hier unten ist ja das Labor... Ah... Das ist doch hier gar nicht das Labor, das ist der Weinkeller. Ich muss zurück ins Labor. Wo war denn nochmal das Labor? Genau, ich muss zurück ins... Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Okay. 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 Boah, verdammt nochmal. Warte mal hier. Tut mir das eigentlich weh? Hier war das Labor. Dann wird das wahrscheinlich im Labor, wird man dann
Es war unvermeidlich, die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. So. Da wird irgendwo hier im Labor wird ein Tisch oder sowas bereitstehen. Oh, hier sind Fliegen oder sowas. Die fliegen mir gerade um mein Ohr. Hier wird es sein, damit kann ich es machen. So. Vier verschiedene Chemikalien sind... Ja, ist ja auch okay. Ich habe ja vier verschiedene. So, da sind die vier. Dreh am Rad. Und bewege die Maus im Kreis. Was? Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus im Kreis, um das Rad zu bewegen. Das Rad dreht sich entsprechend in die Richtung der Maus. Okay, 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 okay. Jetzt haben wir gleich auf jeden Fall coole Säure produziert. Und ja, das war es dann auch schon fast wieder. Was wir dann als nächstes im nächsten Let's Play mit der Säure anstellen, das sehen wir dann in Folge Nummer 4. Wir sind jetzt schon bei 3 Folgen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut eifrig alle mit. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Mir macht das Spiel auf jeden Fall super viel Spaß. Und ja klar, nochmal den Hinweis. Also gerne bei Facebook, Twitter, Twitch einfach mal bei mir vorbeischauen. Wie gesagt, Livestreams ist noch immer meine Haupttätigkeit, wenn man das so sagen kann. Aber das Let's Play macht mir richtig Bock. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es ist richtig cool. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an alle. Macht's gut. Ciao.